SR3, das Gästebuch. Es gibt Künstler, da hört man ein Lied zum ersten Mal und muss gar nicht fragen, wer da singt, weil die Stimme so bekannt ist, man das warme, kräftige Timbre sofort erkennt. Ein Held unserer jungen Jahre ist mit neuer Musik da und noch besser, er ist hier in Saarbrücken. Selten darf ich eine Legende begrüßen, heute ist er da. Hallo Roberto Blanco. Hallo, hallo, hallo. Ich freue mich, hier zu sein. Danke für die Einladung und ich begrüße alle Zuhörer. Ich glaube, ich träume. Das war leicht. Die Gitarre, schöner Chor, so eine sanfte Sommernummer und neu. Wie ist die Studioarbeit für einen, der vor, ich weiß nicht, 65 Jahren seine erste Platte aufgenommen hat? Ja, diese Studioarbeit war sehr schön. Wir waren in Los Angeles, ein tolles Studio, toller Produzent, Al Walzer, der schon ein Grammy als Produzent gewonnen hat. Und ich freue mich, wir haben für dieses Album überhaupt 2 Jahre gebraucht. Er hat 2 Jahre gebraucht, weil wir haben Titel richtig ausgesuchte Titel, Texte. Viele habe ich Nein gesagt für Titel, viele ja, weil ich habe immer gesucht Titel, die ich repräsentieren kann, die ich fühle. Und darum hat lang gedauert und dann war fertig, dann Arrangements und dann wieder neue Ideen dazu gebracht, um das Schöne. Auf jeden Fall 2 Jahre hat gedauert. Ich bin sehr glücklich auf das Ergebnis, ehrlich gesagt. Und ich hoffe, dass das Publikum es gefällt, weil ich habe dieses gemacht fürs Publikum. Weil ich danke meiner Karriere an das Publikum und das ist fürs Publikum. Es gibt ja viele Musik heute, die wird nur so elektronisch zusammengehauen. Mhm. Hier höre ich echte Instrumente, ja, Gitarre, genau. Stimmen. Ja. Ist Ihnen das wichtig? Immer war wichtig für mich, weil ich war immer ein Entertainer, ein Sänger, der mit Big Bands, von Max Greger bis überall in Paris mit Michel Legrand, alle große Big Bands habe ich gearbeitet und das ist mein, ich bin für Big Band oder kleinere Bands, also Band muss sein, instrumental und das ist für mich das, was ich immer machen wollte. Ich habe immer Aufnahme gesagt, nein, mache ich nicht, wenn ich so Low Budget. Und da habe ich gesagt, nein, nein, das ist nicht für mich. Es sind ja nicht mehr viele da, die noch mit James Last aufgenommen haben, als der noch gar nicht James Last war. Paul Hans Kuhn, Last, Hans Last. Echte Streicher im Studio, Big Band, wir haben drüber geredet gerade. Das letzte Album von Peter Alexander, erinnere ich mich, in den 90er Jahren hat Dieter Bohlen produziert. Ja. Und das war sehr elektronisch und danach hat er keine Platte mehr gemacht. Ja. Und ich könnte mir denken, dass Peter Alexander gesagt hat, ach, jetzt ist gut, jetzt ist irgendwie nicht mehr so, es klingt nicht mehr so wie damals. Hier hat es funktioniert, wie geht das? Peter Alexander, ich kann mir vorstellen, dass er sich zurück, ich kannte ihn gut, ich bin sehr glücklich, dass ich mit ihm in seiner Show gearbeitet habe, aber seine Frau war seine Stärke. Seine Chefin, ja. Ja, no, Chefin, aber seine Stärke. Genau, ich will nicht laut sagen, meine Frau ist auch meine Stärke. Und wenn man so jemanden hat, der so, sie hat auf ihn aufgepasst und alles, und dann war sie nicht mehr da, plötzlich ist diese, ich weiß nicht, war das nach ihrem Tod und vor ihrem Tod, kann ich nicht vorstellen, aber er hat einen Moment gesagt, jetzt reicht, das ist nicht mehr. Und ein Peter Alexander, der mit dem größten Orchester gearbeitet hat, was wir haben, und ich weiß nicht, warum er das gemacht hat, ich weiß nicht, ich kenne dies, aber ich freue mich, dass ich mit ihm gearbeitet habe und ich habe großen Respekt für Peter gehabt. Jetzt drehe ich die Zeit weit zurück. 1953. Mhm. Roberto ist noch keine 20 unterwegs mit ihrem Vater Don Alfonso Terquera, ein berühmter Tänzer, Entertainer in Lausanne, war der erste unter Auftritt. Unter dem Namen The Black Diamonds. Das war so, ich war in Urlaub vom Internat. Mein Vater hat mir immerhin kommen lassen, wo er war. Ich hatte das Glück und war beneidet von vielen, da ich immer ein anderer, und da war er, ich in Genf und in Lausanne hatte gastiert. Es war so, dass bevor die Premiere war, war 2-3 Tage Proben mit Orchester und alles. Und bei den Proben war ich immer dabei. Aber einmal bei der Probe, da war eine italienische Band, sehr nett, und ich saß neben dem Pianist, geguckt, wie er gespielt und so. Denn bei der Pause sagt er zu mir, kennst du ein Instrument? Ich sage, nein, ich ein bisschen Klavier lerne ich. Und magst du singen? Ich sage, ja, ich mag singen. Weil alle war leer, nur er war da, weil er hat was gemacht. Was für Song kennst du? Ich kenne
von The Platters, Only You. Oh ja, kennst du Only You? Willst du das singen? Ich sag, gern. Gib mir den Ton. Ich habe den Ton an. Ich sag, Only You. Ding, 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 das Klavier. Ach, jetzt habe ich. Only you can make this world in bra. Habe ich da gesungen? Wow, toll. Was für Song kennst du? War nabal berühmt. See you later, alligator. Das kenne ich auch. Dann habe ich gesagt, Moment. Der Ton hat gesungen. See you later, alligator. Habe ich das gesungen? Und dann, was für Song kennst du? War noch ein Song. My prayer is a seed. Auch von The Platters. Ich war gerade fertig, wo ich gesungen habe, Spaß, kam die Chefin, die Big Boss, also die Inhaberin von der Nightclub, Tabaris, Madame Pasch, werde ich nie vergessen. Ja. So, wow, du singst toll. Ja, ich singe im Chor, in der Schule und bei Partys, so, wenn wir haben, so, toll. Ich sage, willst du hier singen? Ich sage, wie bitte? Ja, ob du hier in der Show Abend singen? Zwischen, bei deinem Vater da. Ich weiß nicht, ich sage, holen Sie mal den Vater, der war unten bei der Garderobe. Aber ein paar Mal fragen müssen. Ja, natürlich. Da kam mein Vater und sagte, oh, Madame Pasch, sag mal, weißt du denn, dass dein Sohn singen kann? Und er hat mich noch nie gehört singen, mein Vater. Ich weiß nicht, kann er singen? Sag, ja, der hat gesungen. Und ich will, dass er singt in der Showabend. Hättest du meinen Vater gesehen, das Gesicht? Ich sage, wie bitte? Aber der ist Student, ist egal, der singt wunderbar. Ich werde jetzt meine Tochter mit ihm schicken, einen Anzug kaufen, zwei weiße Hemd und schöne Krawatte und so. Und er singt bei der Premiere dabei. Mein Vater guckte mich an. Ich sagte, was hast du denn gemacht? Ich habe gar nichts gemacht. Ich habe nur gesungen mit dem Pianist. Und der Pianist sagt, ey, lui molto bene, canta bene. Ich sage, okay. Willst du singen? Ich sage, ja, Papa, ich will immer, ich wollte immer gern. Auf einmal sagte ich, okay. Ich bin mit der Tochter gegangen, hat mir schöne dunkle Anzug gekauft. Drei Hemden, weil für Schwitzen ist man hier da. Schöne Krawatte, ein schönes rotes Tuch, dann das war der Schuhe. Anfang. Und in dieser Show, bei dieser Premiere, war ein sehr guter Gast von diesem Nightclub, mein Freund Gunther Sachs. Der war da, der hat gelebt in Lausanne mit seiner Frau, Söhne gerade geboren. Und der ist abends gekommen bei der Premiere mit seiner Frau. Ich hatte einen Applaus bei den Leuten. Das war einmalig. Und ich habe ganz ruhig gesungen. Mein Vater hat zu mir gesagt, dann, ruhig, nicht nervös. Dich versucht zu drücken. Sing normal. Habe ich das getan. Und bei Simulator Alligator habe ich auch getanzt. Bisschen so. Ich hatte einen Bravo-Applaus. Das war so toll, dass ich... Und kein Lampenfieber vorher, kann ich das auch? Nein, als Profi hatte Lampenfieber, aber da war für mich so etwas... Man wusste nicht, was passiert. Ich wusste nicht, was... Und dann plötzlich kam die Frau Pasch, gibt mir 100 Schweizer Franken in der Hand. Weißt du, was das war? 53. Das heißt, du bekommst jeden Abend, wenn du gut singst, das ist deine Gage. Ich habe meinem Vater gesagt, guck mal, was ich mir gegeben habe. Ich sage, wunderbar, das ist dein Taschengeld, wunderbar. Und dann habe ich das gesungen, bevor ich nach Madrid ging und hat mir erlaubt, habe ich, Papa, ich möchte gerne eine Uhr kaufen. Was ist, ja? Ja, und ich habe die erste Omega Chrono gekauft, damals. Die läuft heute noch. Wunderschöne silberne Uhren, wunderbar. Und dann bin ich mit Taschengeld wieder zurück nach Madrid und habe ich niemand gesagt, dass ich im Nightclub gesungen und so, weil ich wollte nicht. So war das. Der Papa hat damals schon eine Regel mit auf den Weg gegeben. Lass deine Sorgen und Probleme zu Hause. Du musst immer lächeln. Egal, wie es in deinem Herzen aussieht. Wenn man Roberto Blanco Auftritte sieht, ist bis heute so. Ja, das ist so diese Ridi Pajasso. Das heißt, der Künstler darf nicht zeigen ins Publikum, ob er Probleme zu Hause hat, ob er was weiß ich. Das Publikum müsste das nicht wissen. Wenn sie dich sehen auf der Bühne, hat er gesagt, dann musst du danach kannst du heulen, tun, was du willst. Aber das Publikum müsste das nicht wissen, wenn was passiert. Und das ist mich passiert, ich erzähle das, ich hatte einen riesen Auftritt in Hannover, in der Stadthalle, große Ausverkauf, riesen Ding, große Gala mit meiner Band. Und eine Woche vorher war ich in Barcelona, habe ich meinen Vater besucht im Krankenhaus. Der war schwer krank. Und dann bin ich zurück
Und vor der Auftritt, ich lese nie ein Telegramm oder so. Plötzlich bekomme ich ein Telegramm, man bringt mir die Garderobe. Ich wusste, ich sage, gut, ich habe das Telegramm da gelassen, ich will sehen, was das ist, vielleicht. Und da steht, Roberto, dein Vater ist gestorben. Und gerade, wo ich das lese, werde ich auf der Bühne angesagt. Dann habe ich mich so zusammengehalten und gesagt, das singe ich für meinen Vater heute. Ich habe eine Show abgeliefert, die Leute Zugabe und alles. Aber nachher, als ich zu der Garderobe, habe ich angefangen zu heulen. Also bin ich, und meine Musiker haben gesagt, was ist los? Haben die gelesen, der Telegramm sagt, komm, wir bringen dich ins Hotel und komm, Büro. Dann bin ich so zu zeigen, weil das ist unser Beruf. Anders, wenn du im Büro bist, könntest du sagen, Chef, ich gehe da. Aber da, wo man dich ansagt, ich könnte nicht sagen, ich komme nicht, weil mein Vater ist im Publikum. Aber dann in den nächsten Tagen in der Zeitung stand, Roberto hat trotzdem eine große Gala, obwohl sein Vater gestorben ist und so, habe ich das. Und wer weiß nicht, ob es der Papa nicht irgendwo mitbekommen hat, wie er auch. Das bestimmt auch vom Publikum und applaudiert auch. Roberto Blanco bei SH3. Blanco könnte man meinen, sei ein Künstlername, so wie Fuchsberger Blackie hieß, aber der Papa, Zekera als Name, die Mama hieß Blanco. Und genau. Insofern und ist der richtige Name. Wie lange ich gebraucht habe, bis die Presse und bis die Leute kapiert haben, das ist mein richtiger Name. Weil über andere Leute, über Udo Jürgens, und da haben die nie gesagt, das ist Künstlername oder sowas. Ja. Aber über viele, viele, viele. Keiner hat was gesagt, aber bei mir war immer Roberto, Künstlername Blanco. Ich habe gesagt, Kinder, es ist mein Name. Aber die haben weiter, weil die wollte, habe ich gesagt, sagst du nicht mehr. Und bis endlich vor kurz, also nach 60 Jahren, alle haben kapiert und dann machen die das nicht mehr. Aber ich habe sie gedacht, vielleicht haben die das extra gemacht, um Roberto mit Künstlername Blanco, weil die haben gedacht, das wäre ein Gag. Roberto Blanco ist als Farbiger, aber es ist Quatsch. Das ist eine spannende Familiengeschichte. Wir wissen, Roberto ist Kubaner, aber in Tunis geboren, 1937 im Libanon, bei Nonnen auf der Schule gewesen, in Spanien gelebt, haben wir schon geredet, das Internat lange in Deutschland, jetzt in der Schweiz. Kuba und Tunis ist eigentlich leicht zu erklären. Die Eltern Künstler auf Tournee. Welttournee. Und dann in Tunesien kam Roberto auf die Welt. Ja, weil die waren zufällig da, ohne mich zu fragen. Und da bin ich geboren. Und dann ein paar Monate später nach Paris. Und wir waren ein Jahr in Paris. Und als der Krieg anfing, 38, fing ein bisschen zu kochen alles, sind die nach Libanon. Weil der kubanische Botschafter, ein Freund von meinem Vater, gesagt, geht ihr nach Libanon, dieses Land ist neutral. Und passiert nicht. Und da haben wir den ganzen Krieg im Libanon. Ich war im Internat. Meine Mutter starb, war ich 2 Jahre alt. Und was soll ein Mann, der im Nightclub arbeitet, mit Orchester und so, der ist jede 10 Minuten ins Hotel gegangen, um zu gucken, ob ich okay ist, ob ich schlafe oder. Und dann hat der Besitzer gesagt, Alfonso, du musst deinen Sohn irgendwo, du kannst nicht jede halbe Stunde wegrennen und so, das macht dich nervös und so. Ja, was soll ich machen? Dann tue ich ihm ein Internat. Meine Tochter ist in ein Nonneninternat und die Nonne wird bestimmt ein kleiner Junge mit 2 Jahren, das ist kein Gefahr für die Mädels. Und tatsächlich, die haben mich aufgenommen und da war ich erstmal bei Nonnen und nachher bei Jungs im Internat in Libanon. Der Papa war dann sozusagen alleinerziehend, würde man heute sagen. Aber, und das haben wir schon ein bisschen rausgehört, über die Jahre, die er gelebt hat, auch Ratgeber, bester Freund. Und vor 33 Jahren ist er gestorben, aber hat erlebt, welche Karriere sein Sohn gemacht hat. Genau, was er wollte, dass ich immer Medizin studiere. Und ich habe gesagt, Papa, ich möchte gerne Musik machen. Nein, 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 Medizin studiert. Und nachher, als ich entdeckt wurde für den Film im Flugzeug, und der Regisseur, das ist etwas, das ist Schicksal, wo ein Flugzeug, jemand kommt und sagt, ich will sie für meinen nächsten Film in Spanien. Da habe ich gemacht, der Stern von Afrika, der Regisseur ist Alfred Weidenmann. Und habe ich meinen Vater gefragt, bitte, ich lass mich Pause mit studieren, ich will den Film machen, mal sehen, wie das weitergeht. Und der Film hatte einen großen Erfolg in Deutschland. Und nachher habe ich angefangen mit der Gage von dem Film, die nicht schlecht war, in eine Wohnung in Wiesbaden und angefangen Gesang, meine Stimme zu polieren. Und dann 57 im August habe ich in der Funkausstellung in Frankfurt live mit Willy Berkin Orchester
allererste Sendung von Heinz Schenk. Er hat das angesagt. Dem Nachwuchs eine Chance. Und da habe ich den ersten Preis von 1300 Sänger. Die letzten vier haben im Fernsehen gesungen. Und ich habe den ersten Preis gemacht. Dafür habe ich einen schönen Fernsehvertrag, weiter Show und einen Schallplattenvertrag. Und hier bin ich bei euch. Immer noch wunderbar. Kuba war ja dann über viele Jahre und Jahrzehnte gar kein Ort, wo ihr nochmal wart. Aber sie haben den Papa nochmal heimgebracht nach Kuba und die Familie besucht. Viele, viele Jahre später. Moment, das hat einen Grund. Ich habe inzwischen gearbeitet in Europa, habe ich langsam einen Namen gehabt und so war in Deutschland. Habe ich auch im Ostberlin, Friedrichstadtpalast, alles gearbeitet, wunderbar. 1971 rief mich Stefan von Baranski, ein Manager, Bekannte, der sagte, Roberto, es wäre schön, wenn du mit den Arzt zu singen und so weiter nach Udo Jürgens in Casino Knocke Deutschland repräsentierst. Weil Udo Jürgens hat ein Jahr vorher für Österreich und so weiter und dann ein Jahr vorher war Engelbert Humperdinck für England und ich sollte für Deutschland meine Show da abgeben in Casino Knocke in Belgien. Aber ich hatte noch kubanischen Pass. Dann habe ich gesagt, guck mal, ich habe noch kubanischen Pass. Moment, das hat noch ein paar Monate, das war lange vorher. Denn ich habe viele gesungen für Genscher und so weiter. Dann war Innenminister. Dann habe ich durch ihn einen deutschen Pass bekommen. Und da mit dem deutschen Pass dürfte Deutschland als Deutsche in Knocke den ersten Preis wiederbekommen, den Preis für die tolle Show und so weiter mit meinem Orchester und so weiter. Ja, und so habe ich das deutsche Ding. Aber ich würde in der schwarze Liste von der DDR, weil ich den kubanischen Pass abgegeben und ein Journalist bei uns, ich will nicht sagen, von welcher Zeitung, hat geschrieben, Roberto will mit Fidel Castro nichts zu tun und hat den deutschen Pass angenommen und den kubanischen Pass weggestellt. Das haben die DDR-Leute nicht gefallen. Und ich war in der schwarze Liste, weil ich habe sehr viele Fernsehen gemacht da in Chemnitz, in Berlin und so, bei der DDR. Plötzlich nicht mehr zum Brudervolk. Ich hatte eine Anfrage, aber nie mehr was gehört. Und eines Tages habe ich einen von den großen Agenten gefragt, sag mal, ihr fragt immer an und passiert nichts. Weißt du das nicht, Robert? Du bist in der schwarze Liste bei der DDR. Ja, wieso? Ja, weil du denn kubanischen Pass abgegeben und die haben gelesen in der Zeitung, dass du mit Castro nichts zu tun hast. Ich sag, was? Und dann, jetzt kommt die Größe, die kubanische Regierung, die Ministerium vom Tourismus, haben mich eingeladen, weil sie gesehen, was für ich einen Erfolg in Deutschland als Kubaner hatte. Ich sollte Werbung für Kuba machen, für Tourismus. Man hat mich eingeladen, nach Kuba zu kommen mit 8 oder 10 Journalisten. Dann habe ich gesagt, gut, ich komme, wenn mein Vater, der über 50 Jahre nicht in Kuba war. Der lebt in Barcelona. Der hat inzwischen einen spanischen Pass. Bitte geben Sie ihm die Erlaubnis zu kommen. Da komme ich gern mit ihm. Der er mir zeigt seine alte Kuba und sowas. Hat er eine Sondergenehmigung bekommen. Dann sind wir nach Kuba geflogen. Für mich war der Moment, wo er Kuba gelandet hat. Der wollte wieder Papst auf kubanisches Boot, aber das war Volltext und Öl und alles. Und waren da die Soldaten da, wenn wir runterkamen, waren Leute, die geguckt haben, Papa, halt, guck mal, wie schmutzig, das ist egal, das ist Kuba. Die wussten gar nicht, wo die Soldaten, wie die gucken. Ich sagte, er ist 50 Jahre nicht mehr in Kuba, es tut mir leid. Und die haben gesagt, wir verstehen. Denn sogar ein Soldat hat ein Papiertaschentuch genommen und ihm gegeben, dass er sich den Mund abwischen und so. Wir haben ganz Kuba rum und viele, viele Fotos gemacht für die Zeitschriften und so war und Kuba Werbung. Aber dann noch alte Verwandtschaft besucht. Natürlich, die ich nicht kannte. Ja. Ich habe, wie sie mit Cienfuegos, er hatte seine Cousins noch am Leben und so habe ich alle kennengelernt und alle, das war herrlich. Und seine alte Freunde, Kinderfreunde, wohnte in Havanna. Ich habe gedacht, die kriegen einen Herzinfarkt, die beiden, als wir zu ihm gegangen und der andere war im Rollstuhl. Als ihm so, hallo, gesagt, die Frau, sein Alfonso ist, die Frau hat angefangen zu heulen. Ich werde ihm langsam sagen, nicht, dass er ein Herzinfarkt. Mann, diese Zusammensetzung. Oh, dann haben sie sich hingesetzt, getrunken,
Dann musste ich Fotos machen, bin ich allein gegangen. Ich habe die beide allein gelassen. Stundenlang, bla 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 und so. Das war herrlich. Da hat man sich viel zu erzählen. Roberto Blanco, auf Spanisch, seine Muttersprache. Wer 65 Jahre im deutschsprachigen Raum arbeitet, der kann Deutsch. Ich lese aber in den Memoiren, da sagt der Künstler, mach immer ein paar Fehler rein, das klingt besser, macht sympathisch. Natürlich. So. Moment mal, wenn ich auf der Bühne war, natürlich, du sprichst, du sagst, guten Abend, meine Damen und Herren, ich freue mich sehr hier und ich habe ein paar Songs für Sie, ich hoffe, Ihnen gefällt die Songs. Und plötzlich war das schöne Lächeln. Und dann habe ich gesagt, ja, dem erste Lied, was ich singe, und wieder lächeln. Und ich sage, ich weiß, warum Sie lachen. Wegen meinem Deutsch. Und ich habe immer gesagt, Roberto, sprich mit falschen Worten, das kommt sehr gut an. Kriege ich Applaus auch noch. Ich habe extra gemacht. Sie sind ja nicht der Einzige. Also man fragt sich immer, Howard Carpendale, kann der besser Deutsch, als er spricht? Hatte Rudi Carrell gar keinen holländischen Akzent? Hat Chris Howland absichtlich den Engländer gespielt? Moment, darf ich was sagen? Ja. Rudi hat ein wunderbares Deutsch gesprochen, aber mit einem holländischen Akzent. Das müssen wir akzeptieren. Der Howard Carpendale, der spricht ein Deutsch-Englisch. Also mit ein bisschen so, das kommt sehr gut an, aber sehr gute Deutsch, um das geht. Das hat Rudi nie in seine Ding gemacht, aber ich habe das extra auf die Bühne gebracht, weil das kam gut an bei Galas. Stichwort Rudi, im Showgeschäft sind Freundschaften schwierig. Ja. Rudi war einer, sagen Sie. Ein sehr guter Freund, ein sehr echter Freund, ein Freund mit Herz. Und wir haben viel zusammen gearbeitet, wir haben Galas gemacht. International. Ich habe mit ihm in Acapulco für eine große Autofirma haben wir Galas gehabt. Ich habe Galas gehabt mit ihm überall. Wir haben uns getroffen in Spanien, in Marbella, da hat ein Haus gemietet und so. Wir waren immer sehr oft. Er hat mir gezeigt, Amsterdam bei abends, wie keine andere mir zeigen hätte können. Also wir haben viel, viel, viel Spaß zusammen gehabt. Rudi galt immer als schwierig hinter der Kamera. Als Chef mit dem, seiner Show. Er war ein Perfektionist und ich kann nur sagen, dass, weil er wusste, was er wollte und solange du das gemacht, was du kannst, was er wollte, also, wir haben uns immer gut verstanden. Wir haben noch nie etwas gehabt, weil er hat schwierig, weil die Leute, die nicht verstehen wollten, das, was er macht, was er, das kann sein, aber nicht nur Künstler, sondern hinter Kameramänner oder da, der war da, aber dafür hat er seinen Erfolg gehabt. Hm. Rudi hatte so eine Regel, die ich immer noch toll finde, wer ein Ass aus dem Ärmel ziehen will, der muss vorher eins reingetan haben. Üben, vorbereiten, ja. Proben, das hat er machen wollen und müssen. Das hat er gelernt von seinem Vater auch, genau wie ich von meinem Vater. Eben. Genau wie ich von meinem Vater und von Josephine Baker. Und bei Roberto Blanco sieht es immer so leicht aus auf der Bühne, wie viel Arbeit dahinter steckt. Das ist genau wie die großen Tennisspieler. Wenn sie Tennis spielen sehen, sagt sie sich leicht aus, was er das macht. Aber wie viel Stunden er trainiert, um diese leichte Schlag zu geben, das weiß man nicht. Und bei uns, viele Leute glauben, ach, der kommt, der singt. Aber die Art, die Stimme muss geübt werden, die Probe mit Musiker, der Song muss gelernt werden. Also, das so einfach ist es nicht. Und wenn, guck mal, man merkt sofort, wenn manche Leute auf die Bühne gehen und wollen singen, und man merkt, wenn Anfänger ist oder bei DST, du suchst manchmal manche, die gut singen, manchmal, aber The Voice of Germany und so, da sind tolle Sänger dabei, toll, weil die viel geübt, bevor die da. Nun, bei manchen Sendungen, die haben extra manchmal Leute reingebracht, die falsch singen, dass Dieter Bohlen sein Sprüche rausgelassen. Und das fand ich auch sehr negativ, das tut man nicht. Roberto Blanco bei SR3, eine Karriere, die 65 Jahre andauert. Viele Kollegen und Stars haben ihren Weg gekreuzt. So ein paar Geschichten müssen Sie erzählen. Neil Diamond in Monaco, Formel 1, und er hatte für das Rennen keine Zeit, weil er PR-Termine hatte. Ja, Neil, ich war in Monaco, Formel 1, war oft einmal eingeladen und so weiter. Ich war im Hotel de Paris und dann plötzlich, ich bin raus, weil ich wollte was holen aus einem Geschäft, Pharmazie oder was. Dann sehe ich jemanden mit einem kleinen Wagen, mit einer blonden Frau, der hat gepackt, da wo er konnte.
Ich gucke, ich sage, das Gesicht kommt mir bekannt vor. Ich gucke nochmal. Dann bin ich im Hotel de Paris in der Bar, wo ich saß mit Freunden. Und sage, Kinder, ich weiß nicht, ihr müsst mich helfen. Ich habe das Gefühl, ich habe Neil Diamond gesehen. Könnte sein, hat einer gesagt, weil jetzt ist der Filmfestival in Cannes. Vielleicht hat er einen Film oder so, wo er Musik geschrieben hat. Und tatsächlich hat er einen Film vorgestellt, die Möwen Jonathan hieß sein Film, wo er die Musik geschrieben und so weiter. Und dann plötzlich, wir sitzen da, und da gucke ich auf die Tür, wie das ein schöner Tisch in der Mitte, sehe ich, wie er kommt, guckt, seine Frau, und er hat so die Haare, so, keiner hat ihm so 100% erkannt, guckt, und dann der wollte gerade weg, sagt, Kinder, soll ich ihm hier holen, mach mal Platz. Dann bin ich hier an die Tür, sag, Mr. Diamond, oh, yes, hallo, das ist plötzlich jemand ihm angesprochen. I know you are looking for a place, we have enough. We want to let you alone. We don't want to bore you. Nothing. But please, if you want to come with your wife. And she had gesagt, oh yeah, I'm so thirsty. I would like to have some. Oh, please. Tisch angeboten. Okay, Tisch gekommen. Wir haben Platz gemacht. Waren runde Freunde, nette Freunde. Ich sage, bitte nicht anfangen. Sie ist, was wollen Sie trinken? Ich sage, what are you drinking? Und meine Bekannte damals drank Champagner. Mit einem Saft und sowas, wunderschön, frisch. How, tasting good, if you want to taste, sie hat probiert. I never had the things before, ich habe noch nie sowas gehabt. Yes, ich würde gerne, und er hat, glaube ich, ein Bier getrunken oder etwas hat er getrunken. Und wir saßen da, wir haben gesagt, hat er gesprochen, ich bin da, weil Möbel Jonathan, mein Film, wo ist der Film? Und dann habe ich noch einen Film mit Laurence Olivier gemacht, und da wäre auch vorgestellt. Oh, toll, wunderbar. Und ich freue mich. Und ich glaube, ich bin hier gekommen, um Formel 1. Ich habe noch nie Formel 1 gesehen, viel davon gehört. Aber jetzt, wo ich hier bin, wo wir da sind, habe ich gesagt, ich würde gerne das sehen. Aber wie ich sehe, ist es schwierig, dahin zu kommen. Sagt Mr. Diamond, habe ich gesagt, einen Moment, ich habe eine Idee. Bin ich oben, in der Nähe von meinem Zimmer, war ein großer Reporter, deutscher Reporter, der für Formel 1 und so immer. Jürgen von Einstein hieß er so damals. Ich wusste, dass er da war. Der war da, sagt, kommt er mit Bademantel, sagt, ah, Roberto, sag, du hast mir eingefallen und gib mir den Pass, weil ich habe einen. Backstage-Pass. Weil ich müsste mit jemandem die Auto zeigen, ein paar Minuten und dann wieder zurück. Sag, Roberto, das kenne ich nicht, weil, Entschuldigung, ich habe zu gesagt, hör mal, wir sind da in kurzer Zeit, ich verspreche dir, bitte. Und weißt du, wer das ist? Sagt, nee, wer? Neil Diamond. Sag, nimmst du mich auf den Arm? Sag, nein, der ist da und der will einmal die Auto riechen, die Auto nehmen und dann bekommst du den Pass zurück. Aber bitte, sonst kenne ich nicht meine, bitte, hat er mir gegeben, bin ich runtergegangen. Mr. Diamond, please, are you coming with me? Sorry, Miss Diamond, Entschuldigung, ich habe für Sie, könnte ich nicht, aber nein, gehen Sie, ich trinke, das schmeckt mir sehr gut, was ich trinke und so weiter. Dann habe ich Neil Diamond das gegeben. Oh, thank you. Dann sind wir gelaufen. Er hinter mir, sehr nett. Ich konnte die Wege da. Dann haben wir gesehen, die paar Autos, so, paar und so. Gesehen, geguckt, wow, toll, toll. Und keiner hat ihm sofort angehört, weil die haben alles zu tun gehabt mit den Mechanikern und so. Und bumm, bumm. Auf einmal hieß es, no, ladies and gentlemen, please, it's time to leave. So, okay, we go, okay. Dann ist er gekommen. Hat mir zurückgegeben, der Pass da. Ich bin sofort hoch. Hier, da, so. Danke nochmal. Mann, der Neil Diamond hat es gefallen. Da, wunderbar. Wir sind runtergegangen. Wir haben weitergegangen. Sag, Roberto, das war eine großartige Erfahrung. Weil vielen Dank. Dann habe ich ihm gesagt, Moment, Neil. Ich habe eine Frage. Du warst noch nie in deutscher Fernsehen. Sagt, in deutscher Fernsehen? No. Not yet. Ich habe meine Show. In Zukunft ein Abend mit Roberto. Big Band, Werner Müller Big Band, alles zu ganz Fratata. Bitte, sei mein Ehrengast. Guckt, das ist Samstagabend, das ist First Class Ballett aus England und alles. Ich sagte, okay, weißt du was? Hat er mir gegeben. Das ist der Name und der Telefon von meinem Manager. Bitte ruf ihm an. Ich werde ihm natürlich
fort und so. Okay. Er hat sich bedankt und er ist weg. Eine Stunde später bekomme ich so ein Strauß Blumen. Thank you, Roberto. See you soon. Neil Diamond. Und seine Frau hat auch unterschrieben. Gut, jetzt komme ich nach Deutschland. Meine Show wird präpariert. Ich sage, Kinder, als Stargast, bitte. Ich hätte gern Neil Diamond. Hast du gesehen die Reaktion von der... Wie? Neil Diamond? Sag, ja, der Neil Diamond. Ach, der kommt nie hier. Sag, wieso kommt er nicht? Mir hat er gesagt, er kommt. Weil ich habe ihm einen Gefallen in Monte. Ich habe ihm erzählt, er kommt. Nur das ist die Nummer von seinem Manager. Man braucht nur anzurufen und er kommt. Und wenn er sein, du bist, er soll kommen mit seinem Dirigent. Ich glaube, der reist mit seinem Dirigent, mit seinem Anwalt, also seinem Manager, Anwalt, seine Frau und er. Und vielleicht bringt er ein oder zwei Musiker, ich weiß nicht. Aber Neil Diamond kommt. Habt ihr schon mal Neil Diamond gehabt? Nee, um Gottes Willen. Bring mal einfach meine Show, bitte. Okay. Ich schwöre dir, nach einer Woche rufe ich an. Habt ihr Neil Diamond angerufen? Nein, wir machen das, wir machen das. Okay. Nach eineinhalb Wochen rufe ich den Manager an. Sag, hallo, Roberto Blanco. Ja, Neil Diamond hat mir viel, er war sehr glücklich. Ich sag, haben die angerufen von WDR? Nein, noch nicht. Und bitte, er hat eine große Anfrage für Las Vegas. Und er hat zu mir gesagt, wenn Roberto anruft, ich würde gern hingehen. Las Vegas können wir verschieben. Das läuft uns nicht weg. Aber ich würde gern, er hat mich so, ich schwöre es dir, die haben nicht angerufen. Nach zweieinhalb Wochen rufe ich dort an, sag mir der Manager Roberto, also ich weiß nicht, mit wem du arbeitest, ich schwöre es. Aber die haben noch nicht mal angerufen. Tut mir leid, der hat das Ding in Las Vegas genommen. Hm. Ich war so sauer. Das kann man heute noch sauer sein. Ich war so sauer. Ja. Ich habe als dort angerufen und geschrieben am Telefon. Sag mal, seid ihr? Und plötzlich kommt natürlich, hallo, Herr Blanco, wie sprichst du mit uns? Und so. Sag mal, wie soll ich denn sprechen? Wenn man so jemanden hat, ein Neil Diamond, ein Weltstar, plötzlich sagt ihr noch nicht mal, ja, aber wir wussten gar nicht, was er... Wenn ihr nicht wusstet, müsst ihr mal fragen. Er war bereit zu kommen. Ah, okay, wir nehmen jemand anders. Ja, wer wollt ihr nehmen? Ja, wir haben hier genug. Nein, jetzt nehmen wir Julio Iglesias. Ich kenne ihn, er war schon mal in einer Show bei mir, als Stargast, Noten für zwei. Und ich will ihn haben, der ist in Madrid. Ich habe von mir aus seinen Manager, weil ich hatte die Nummer von seinem Manager, angerufen. Er sagt, ja, er ist in Madrid, er würde gern kommen wieder zu mir. Also, anrufen. Ja, wir, nein, nicht wir, jetzt, erwartet. Ich habe gesagt, dass wir anrufen. Ja, Moment, nein, jetzt. Da war ich sauer. Ich habe so mit Auge geguckt. Na gut, okay, pom, 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 hallo. Ja, kann er kommen? Ja, er kann kommen, okay. Überrest, okay, dann haben wir jetzt Julio Iglesias. Immerhin. Verdammt, Weltstar. In dem Tag, da war in der 80er, war er ganz groß. Ja. Immerhin, aber war auch Weltstar langsam. Und dann hat Nicole den ersten Preis gemacht im Eurovision. Ein bisschen Frieden. Ja. Dann habe ich zu denen gesagt, nehmen wir Nicole für ein bisschen Frieden. Sie hat gerade gewonnen. Ja, sag mal, sie hat gerade gewonnen, der Eurovision. Wenn man sie jetzt nicht nimmt, wann wollt ihr sie nehmen? Wir sind die erste Sendung nach ihrer Eurovision, die bei uns arbeitet. Was glaubst du, was für ein Ding? Dann haben sie genommen, Gott sei Dank. Denn wir hatten die Show gehabt. 49,9% Marktanteil, 17 Millionen Zuschauer. Können Sie sich vorstellen? Und wenn Neil Diamond gekommen wäre, hätten wir 20 Millionen Zuschauer gehabt. Aber um dir zu zeigen, das ist das, was man im Showbusiness erlebt manchmal kann. Das stimmt. Noch ein Weltstar, Michael Jackson. Ja. Ein ganz zarter Künstler, wenn man ihm persönlich hinter der Bühne begegnet ist. Ein ne? super Mensch, zarter Mensch. Und ich hatte das Glück und das Vergnügen, in seiner Garderobe ihn zu besuchen.
Und das weiche Stimme, du, wenn du, hi, nice to meet you, Roberto Blanco, oh, you're so busy, nice. Dann gib die Hand so wie Seife. Oh, well. Und dann wir haben gesprochen, how long are you here? Dann habe ich gesprochen, habe ich schon. Und dann habe ich, war sehr nett, schöne Fotos mit ihm gemacht. Und dann habe ich gesagt, I wish you all the best. I wish you all the best too. I have all your records. Und oh, thank you very much, hat er gesagt und so. Und so, so dann habe ich gesagt, dann hat mir der Avram ein Zeichen gegeben, dass er langsam sich konzentriert. Weil, ja. Dann habe ich gesagt, goodbye, God bless you und so weiter. Der hat mir eine halbe Umarmung gegeben, weil der ist immer so mit dem Publikum umarmt, was er nicht. Wish you all the best, all the best. Mensch, dieser zarte Mensch, dann geht er auf die Bühne wie eine Atombombe. Der Unterschied. Boah, hat getanzt, gerührt. Michael Jackson mit der Siegfried und Roy Musik. Roberto Blanco hat auch die deutschen Las Vegas Stars gemocht und gut gekannt. Bevor sie in Las Vegas war. Schon als sie auf dem Kreuzfahrtschiff also waren. Vor, ja, danach. Wir haben Galas zusammen gemacht. In Kurhaus Ruppolding und in Berlin und so. Wir haben viel Galas zusammen gemacht. Und dann habe ich sie besucht in Las Vegas. Ich habe mich angemeldet und sie haben ihre Loge. Die haben eine Loge für ihre Gäste. Und toll, wie die mich ihre Publikum angekündigt haben. So, meine Damen und Herren, ihr habt hier in Amerika eure großen Stars. Sammy Davis Jr., Bill Cosby. Und wir haben auch in Germany unsere Stars. Und da sitzt er, Roberto Blanco. Dann kam der Spott um mich. Das Publikum hat applaudiert und so bin ich aufgestanden und so. Und waren ein paar Deutsche. So war das. Und dann war ich in der Garderobe bei dem und Fotos gemacht. Und ich sollte ein Foto gemacht mit einem Tiger, war ein riesen Tiger. Wollte ich sagen, da durfte ein Tiger kraulen. Ja, nein. Der echte Tiger. Ja. Und der war immer da in der Garderobe. Aber ich weiß nicht, ich habe ein Parfum gehabt. Ich weiß nicht, mein Parfum. Immer wo ich in der Nähe war, der so, ich weiß nicht, oh, komm, der andere hat ihm genommen, der Kopf, bleib ruhig, weiter. Und immer wieder, habe ich gesagt, was, Kinder, macht ihr das Foto, ich neben euch. Ich habe ein Foto gemacht, der Tiger drüben und ich da, war wahnsinnig, weil ich werde langsam blass. Jedes Mal, wenn, macht. So, einmal. In Las Vegas hat Roberto Blanco auch Tom Jones erlebt. Ja, Tom. Der mal, das will ich erzählen, Peter Alexander hätte die Laila besser gesungen als er, hat Tom Jones irgendwann mal erzählt. Hat er zum Puppenspieler von Mexiko auch was gesagt, zur deutschen Version? Nein, damals nicht. Ich weiß nicht, ob er wusste. Aber auf jeden Fall, als ich ihn besucht habe, in Las Vegas, ich hab gesehen die Show von Elvis Presley, Dean Martin, Barbara Streisand, von vielen, von Paul Anka, von Tom Jones, zwei, dreimal, Engelbert Humperdinck. Ich habe viele Shows gesehen. Und Tom Jones war ich ein großer Fan von seiner tollen Stimme, tolle Art, wie er sich performt. Und ich habe viele, viele von seiner Show, kann man gucken in Google, was er und mit wem er gesungen hat, mit alle. Und ich hätte gern gehabt, mit ihm ein Duett zu singen, weil der ist heute noch, der hat eine Show in England, der lief fantastisch, heißt The Voice. Und hat gesungen mit vielen, die seine tollen Songs gesungen haben. Hat auch Duett gesungen. Ich finde es tolle Sänger. Am 7. Juni auch geboren. 1940. Drei Jahre jünger. Da geht doch noch was. Das geht noch was. Aber der hat eine tolle Stimme und wie gesagt, tolle Sänger. Wunderbar. Tolle Karriere. Wenn wir ein bisschen über Sport reden. Roberto Blanco hat man immer wieder beim Tennis gesehen. Mhm. Steffi Graf hat am liebsten gewonnen, wenn der Mann im roten Pullover am Center Court war. Ja. Wie kamst du zu dieser Tennisbegeisterung? Immer schön lang. Schön meine Zeit im Libanon. Wir sind sonntags manchmal in der amerikanischen Universität. Da waren Tennisplätze, da waren Turniere. Und manchmal haben wir uns hingebracht, um Turniere zu sehen, die dort waren. Und da habe ich gesehen und dann nachher mein allererster Vertrag im Casino Monte Carlo, Anfang 60er Jahre, habe ich meine erste Stunde in der großen Tenniscourt da von Casino. Und da habe ich meine erste Stunde und da habe ich geliebt, diesen Sport. Überall, wo ich war, dann habe ich immer meinen Schläger dabei und immer geguckt, wo ich übe Tennis. In Deutschland habe ich mit allen großen, mit Bunker, Kunke, alle wie die hießen, und Fassbender, Pohmann, Steffi Graf, der Bruder von Steffi, habe ich gesehen.
Claudia Kode, die kommt vom Heer, genau. Habe ich hier auch gespielt, hier mit ihr in der Halle, habe ich mit vielen Bekannten und von Boris und von alle habe ich, und in Spanien mit Nadal, mit seinem Trainer, Carlos Moya, und alles habe ich gespielt, auch doppelt und so. Es gibt noch eine schöne Fußballanekdote. New York, Flughafen und man meint, Roberto Blanco sei Pelé. Ist nicht das erste Mal. Überall werde ich sehr oft mit Pelé oder mit James Brown. Komm auf die Länder. Pelé werde ich sehr oft in Südamerika oder mehr, wenn ich in Marokko bin, in Marokko oder solche Länder, arabische Länder, in Dubai mit James Brown. In Marokko ist passiert, ich war spazieren in Agadir, in der Seen, wunderbar, mit meiner Frau. Da kommt Polizei, passt auf, Polizeiauto, guckt mich an, dreht in den Raum, kommt vorbei. James Brown! I feel good! Ja, aber nicht weiter. Oder Pelé in New York. Ich flog nach New York, weil ich habe ein CD aufgenommen in New York. Swinging New York. Ein super swinging, mit tolle Band, Big Band und alles. Und als wir hingeflogen, war diese Hurricane Cindy. Die Cindy über New York. Halb New York ohne Licht. Kommen so raus am Flughafen Kennedy. Kilometer Leute standen bei der Kälte und warten auf Taxis. Weil die Taxi, so viel Taxi, könnte nicht Benzin haben, weil viele Tankstellen Elektrik kein Benzin geben können. Ach, und wir kommen raus. Ich sage, mein Gott, Lufthansa, guck mal das an. Und ich könnte nicht da, wegen meiner Stimme. Ich sage, soll ich? Ich glaube, ich kann zu singen, dann stehe ich draußen, die Kälte. Ich sage, ich habe eine Idee, komm. Wir sind hingegangen, ich habe gesagt, wir werden eine Limousine nehmen. Mal sehen, ob wir einen kriegen. Auf dem Weg zur Limousine guckt mich der Mann, der steht an der so ein Büro, kleines Büro, guckt mich an. Und ich komme mit ihr. Ich war noch nicht mal 3 Meter von ihm. Guckt mich an, sagt er, Pelé. Und ich, ja, yes. Du, was kann ich für dich tun? Ich habe eine tiefe Stimme, weil Pelé redet. Ich habe eine große Konferenz in Waldorf Astoria. Und ich muss nicht zu spät kommen, bitte. Kannst du mir helfen? In Englisch also. Of course. Moment. Also Joshua, ich sage, Joshua, wann kommt der nächste Gäste? Ich sagte, oh, ich habe Zeit noch 2 Stunden. Kennst du Pelé nehmen? Ich sagte, wer? Pelé. Wow, der ist auf, kommt, oder? Of course. Hat mich hingebracht. Und immer beim Autofahren ab und zu im Spiegel geguckt. Und ich, ja, genickt und gelacht. Der wollte noch nicht mal Geld von mir. Was hätte gekostet? Vielleicht $200 oder so. Mit Mühe und Not, frag meine Frau, habe ich ihm $50 geschenkt. Please. Hat er genommen, die $50. So, das war Oma mich für Pelé. Sehr schön. Es gibt einen Sänger in Hamburg, sehr bekannt. King Karl. Kennst du? Mhm. Er hat ein Video gedreht, der hieß Hier ist die Tür. Ein Video gedreht. Und ich habe gespielt in diesem Video. James Brown habe ich gespielt. Stevie Wonder habe ich gespielt. Michael Jackson und die Tina Turner. Alles richtig super. Da kam so gut an. Das würde im Fernsehen so oft, also das war toll. Und King Karl ruft mich ab, so Roberto, das war das Tollste. Du, die 4, in dieser vielen Rolle, wie toll du gemacht hast. Roberto Blanco, ein Star mit dunkler Hautfarbe, der sagt, meine Farbe war meine beste Propaganda, meine Erkennungsmarke, ja. Hat nie Probleme mit Rassismus gehabt. Ja. Können Sie sich das erklären? Natürlich können wir. Müssen wir das erklären in Deutschland heute? Ich werde was sagen. Ich kam nach Deutschland nach dem Krieg. Und nach dem Krieg waren viele Amerikaner hier. Und die Deutschen hatten immer noch das Ding, was passiert mit den Juden und alles, die Kassetten und so weiter. Und als ich kam nach Deutschland, ich bin ehrlich, ich war sehr nervös, weil ich kam 1954 nach Hamburg. Mein Vater gastierte da. Und ich habe gesagt, wir sind die Deutschen. Weil in Beirut haben wir immer die Nachricht und die Film, amerikanische Film, der Deutsche war immer der Böse, der Nazi, der Böse und alles. Und wir, als wir Krieg gespielt im Internat, der Böse war immer der
der Deutsche. Also das war das, was wir, und als ich nach Deutschland kam, 1954, das erste Mal nach Hamburg, war ich ein bisschen nervös. Ich habe gesagt, wie sind die? Weil ich hatte keinen Kontakt mit Deutschen früher. Und nach ein paar Tagen habe ich meinem Vater gesagt, ich sage, Papi, so schlimm sind die, die sind nett. Ja, ich sage, komm, die Krieg ist vorbei, das ist anders und jetzt ist okay. Und so habe ich die Deutsche. Und natürlich, als ich angefangen zu singen, du musst verstehen, meine allererste große Sendung, was ich hatte, war mit Peter Frankenfeld. Das war Straßenfege, seine Shows. Und ich war der einzige Sänger da, farbige. Vico Toriani, Willi Hagara, alle so bekannte Sänger da. Und ich war da Neuling mit meinem neuen Song. Ob schwarz, ob weiß, das, was Hansi Last arrangiert hat. Und plötzlich, am nächsten Tag, wir waren alle im Hotel, großes Hotel, runtergebracht, beim Frühstück und so. Die Leute haben mich geguckt, so toll gegessen. Und daneben, nicht weit weg, war Vico Toriani, wir haben alle da gesessen. Auf einmal sagte Vico zu mir, ich glaube, Roberto, ich habe die falsche Farbe. Weil die haben mich alle erkannt. Und durch alle Sendungen war ich immer der einzige Farbige. Nachher kam ein farbiger Sänger, aber wir haben noch nie zusammengearbeitet. Ich habe ihn kennengelernt, Kenneth Spencer. So ein Sänger, ja, der hat das große Ding. Und viel später kam der Ich kaufe mir Liebe, eine Tirol. Billy Moe. Billy Moe, wo wir gute Freundschaft hatten und so weiter. Aber ich war am Anfang der einzige Farbige im Fernsehen da. Und natürlich, die Leute haben mich sofort erkannt. Und trotzdem, als jemand, der weltweit ja auch unterwegs war, die Beatles haben sich geweigert, in einem Stadion zu spielen, wo noch Rassentrennung war, wo Schwarz und Weiß getrennt. Ja, Ray Charles hatte große Probleme. In Südafrika wurden Künstler, die aufgetreten ist, teilweise sanktioniert. Ja. Queen. Ja, also, aber das habe ich nicht erlebt. Überall, wo ich gesungen habe, ich habe gesungen in Singapur, in Hongkong, in Tokio, in Paris, in Monte Carlo, wo habe ich gesungen? Mein Gott, in Brasilien, in Miami, ich habe Gott sei Dank nie Probleme gehabt. Und in Deutschland auch. Ich meine, es kann sein, dass die Leute mich, es gibt viele, die hier leider Probleme hatten. Und ich habe mit vielen gesprochen und ich habe Tipp gegeben, weil Menschen, viele haben Probleme gesehen, die sagen, ah, ich gehe einkaufen und die Leute schauen mich so an. Ich sage, wenn sie dich anschauen, fällt okay, du bist braun, du bist nett, lächel. Wenn du lächelst, du wirst sehen. Und plötzlich kriege ich den Brief, weil ich habe Autogramm, wo meine Adresse war. Liebe Roberto, vielen Dank. Tatsächlich, wenn ich einkaufe gehe und die Leute schauen mich so an, wo ich früher dachte, und ich lächle zurück, viele lächeln zurück. Danke für dich und ich wünsche alles Gute, dass du als Farbige so weit gebracht hast und so weiter. Und auch mal einen coolen Spruch machen. Bei der CSU sagen wir, Schwarzen müssen zusammenhalten. Ach gut, das war, darf ich ehrlich sagen, das war, weil ich bin immer ein Mensch, der viel improvisiert auf der Bühne. Das ist mein, in der Show improvisiere ich immer. Kommt, auf, wo, für wem ich singe. Guck mal, ich habe zum Beispiel für die Firma Vella gesungen, ja? Und da war Riesenhalle in Frankfurt, in Riesenhalle. Und die haben eine Riesengala gemacht. Und ich habe da gesungen für den. Und dann plötzlich, mir ist eingefallen, weil ich improvisiert habe, ich sage, ich finde Vella großartig. Mit sehr viel Mut. Ich bin der einzige Schwarzkopf, der bei Vella singen darf. Was glauben Sie da, was für einen Applaus ich bekommen habe? Und immer, man muss improvisieren und das kam immer gut an. Und so mache ich immer. So habe ich meine Karriere gemacht und meine Art zu singen. Mein, vielleicht gut, ich, man sagt, man kann nicht 100% alle Leute glücklich machen, aber ich habe genug, die mich bis jetzt sehr hoch gehalten und hier bin ich. Und weil ich, meine Art kommt gut an, Gott sei Dank, um meine Art zu sein. Ich lächle immer, ich bin positiv und ich singe fürs Publikum, um sie ihre, wenn sie Probleme hat, ihre Probleme zu vergessen und viel. Was glauben Sie, wie viele Leute auf der Straße mir sagen, Roberto, ich bedanke mich, ich bin mit Ihnen groß geworden. Und ich heiße Robert, weil meine Mutter sagt, Roberto Blanco ist nett, du heißt Robert. Und ich finde das sehr nett, das macht mich immer breiter. Und das ist schön. Roberto Blanco bei SR3. Wir müssen auch über die Frauen reden. Im Nonneninternat im
Libanon Beirut. Oder in Beirut, Beirut ja, Libanon. Den Mädchen unter den Rock geschaut, obwohl er schon als Bub mit dem Papa beim Papst war. Mit 14, eine ältere Griechin, zeigt ihm den Zauber der Liebe. Mit 12. Mit 12, noch früher. Also lass mich das erzählen, bevor du weiter falsch erzählst. Nicht falsch, bitte. Ja. Also, als ich 2 Jahre alt war, ist meine Mutter gestorben, leider. Und mein Vater war in Nightclubs, hat gearbeitet und so, gesungen, getanzt und alles. Und jedes halbe Stunde ist er immer mit einem Hotel gefahren und geguckt, ob ich okay schlafe und so weiter. Bis der Besitzer ihm gesagt, Alfonso, warum tust du deinen Sohn nicht in ein Internat? Weil du kannst nicht nachts arbeiten und weg und gucken und her. Ich sagte, was soll ich ihm tun? Wer nimmt ein Kind von 2 Jahren? Ich sagte, ja, Nonnen, meine Tochter ist da, tolle, komm, stell dir vor. Tatsächlich vorgestellt, meine coolen Augen hat gewonnen, haben die mich genommen und da war ich 7 Jahre. Und natürlich, manchmal war die neugierig da. Ich bin ehrlich, wenn ich sagen darf, die haben nicht gewusst alle. Aber weil da, wo ich geschlafen habe, nachher mit 2 Jahren, habe ich ein Dormitorium gehabt und daneben waren 2 Nonnen, die auch da geschlafen. Und ich war, und nachher war 3 Jahre, 4 Jahre, 5 Jahre war ich da. Aber 6 Jahre so, dann war ich neugierig, weil die hatten ein Paravent immer vor ihrem Bett. Und eines Tages habe ich geguckt zu Paravent und ich kann sagen, ich habe eine nackte Nonne gesehen. Und dann bin ich sofort in mein Bett gegangen und so. Also, und dann die Mädels, ich war immer der Maskottchen von allen, haben die mir immer um. Dann habe ich, einmal hat eine Nonne gesehen, wo ich einem Mädchen den Rock hoch, aus Spaß so hochgezogen. So. Dann haben die gesagt, so, jetzt, Roberto ist 7 Jahre, jetzt wird gefährlich. Und dann war ich im Bubeninternat. So, das andere war in einem Urlaub, ich war im Bubeninternat, war ich 12 Jahre alt, mein Vater hat gastiert in Athen. Ja, das steht in meinem Buch. Das Buch, das können jeder haben. Von der Seele heißt das Buch, mein Buch. Man kann bekommen, ich will keine Werbung machen, aber man kann ihn bekommen, ja, und so was. Von der Seele. Und da habe ich geschrieben, dass mein Vater hatte in einem Nightclub gearbeitet, ich durfte da, früher die Nightclubs waren so mit Essen. Die Leute haben gegessen und nachher kam zum Tanzen und dann kam die große Show. Und wir haben auch gegessen in den Heim, die Artisten, die Künstler, ich auch. Aber nach dem Essen, mein Vater hat mich mit dem Portier von der Nightclub immer ins Hotel bringen lassen. Weil es war Abend, dunkel, da wollte nicht, dass ich allein auf die Straße. Der Portier hat mich 2, 3 Blocks ins Hotel reingelassen, okay, und da habe ich mit den Jungs, mit den Portiers immer ein bisschen Dame gespielt, so, weil war Hotel mit 3 Portiers. Einen hat zu tun, das zweite nicht. Ja, haben wir so Dame gespielt, bis ich irgendwo, mir war bunt, bin ich ins Bett, bin ich zu spät. Gut, und da war einmal eine Dame, hübsch, sie sah aus wie Ava Gardner, lange Haare auch, schlanke Taille, sowas werde ich nie vergessen, weil sowas vergisst man nicht. Hübsch, und alle, die war ein paar Tage da, und alle Männer geguckt, die Musiker von meinem Vater und alle haben gesagt, wow, was für eine. Aber sie war sehr distanziert. Sie hat keine Dinge gegeben und so weiter. Aber abends, als ich kam, war sie immer dort, hat Buch gelesen und was weiß, so ein Drink, weil die Bar war da. Und eines Tages hat sie mich geguckt, wie ich spiele Dame. Die guckte mich und sagte, willst du auch gegen mich spielen? Ich sage, ja. Wir haben da gegessen. Und der Portier sagt, okay, du nimmst, weil der müsste ja, telefonieren, was weiß ich. Wir haben gespielt, was willst du trinken? So, habe ich ein Cola oder was, weil frisch. Okay, spiel bei morgen nochmal? Ich sage, ja, gern. Ich habe kein Wort gesagt. Am nächsten Tag hat mein Vater immer alle Musiker geguckt, wo sie war. So. Aber an dem Tag, wo ich kam, Abend, war sie da, schön mit dem Tisch, schön vorbereitet und so. Mein Cola hatte ich da. Ich sage, okay, spielen wir. Ja, wir spielen. Und ich habe gespielt. Und die guckte, mich gefragt, wo ich kam, weil ich sprach auch Französisch. Und so, dann sagte sie, okay, jetzt ist Zeit, ins Bett zu gehen. Dann sage ich, ja, okay. Ich sage, komm, ich gebe dir noch eine Cola. Soll ich weiter erzählen? Nee, es ist alles danke, gut. Es genügt.
Also da war mein allererstes Erlebnis. Am nächsten Tag, die Frau ist weg, aber mein Vater hat rausgekriegt, was hast du denn? Weil ich war nervös. Ich habe gedacht, sowas sieht man im Gesicht. Was? Bis ich ihm erzählt habe, was? Du? Ich sage, ja, ich. Er hatte seine Musiker und sein Ding gesagt. Sag mal, Kinder, das glaubt ihr nicht. Ich sage, was denn? Kennt ihr die hübsche Frau? Ja. Roberto. Ich sage, Roberto was? Roberto. Nein! Roberto, das gibt's nicht. Also, das, komm, griechische Taxa für alle. Mein Sohn ist ein Mann geworden. Prost. Dann wollte er wissen, wer die Frau war. Die war weg. Die müsste jemand gewesen sein. Wichtig. Kein Portier, keine Adresse, kein, dürfte gar nicht geben. Aber gut, der wollte sie nicht verklagen. Ich weiß nicht, was er wollte. Denn eine Woche später sind wir nach Kairo geflogen. Wenn ich erzähle, wie Roberto vorhin ankam, junge Kolleginnen stehen auf einmal da, er lacht, sie lachen. Diese Ausstrahlung, das Unwiderstehliche, das bleibt. Danke, hat dir Gott noch mir da gegeben. Ja. Entweder man hat's oder man hat's nicht. Und Gott, Dankeschön. Okay. Über eine Frau möchte ich noch mit Ihnen reden, die ich nur als nackte Frau im Bananenröckchen aus der Stummfilmzeit kenne, Josephine Baker. Hat Roberto Blanco mit auf Tour genommen, da ja. War sie so um die 50. Keine Ahnung, ich habe nicht gefragt. Und das frage ich charmant, nicht. Man muss immer charmant bleiben. Weil ich gerade sah, ich habe nicht gefragt, wie alt bist du? Also nein, nein, sie hat mich gesehen in einer Gala. Ich hatte eine Gala, war ich engagiert in Wiesbaden im Kurhaus. Und ich habe mein Gala gemacht, Applaus, Zugabe gegeben, alles. Dann bin ich in die Garderobe gegangen, hinter die Bühne. Einmal kommt der Geschäftsführer vom Kurhaus. Roberto, sag ja. Oh, hallo, ja, was gibt's? Eine Dame und ein Herr möchte mit dir sprechen. Sag ja, bitte, guck mal. Ich sag, Moment, ich habe meinen Bademantel, weil ich war im Bademantel angezogen. Ich guckte. Diese Lächel, das war Josephine Baker. Ich habe sie gekannt, weil mein Vater, großer Fan von ihr, hat mir gezeigt, Fotos und alles, was ich von Josephine Baker und mir erzählt, alles, was sie gemacht und was sie macht. Und sie war da mit Peter Kreuder, ein berühmter Komponist, Deutscher. Und der war Pianist und der sollte sie begleiten auf Tournee. Ich guckte, ich bin so wie versteinert geblieben. Sag sie, darf ich reinkommen? Je peux entrer, weil sie hat gehört, dass ich auch spreche. Oui, madame. Dann ich hör, bravo, hat sie gesagt, sehr gut. Mir hat sehr gut gefallen, denn Auftritt, guck mal, du hast gehört, die Zugabe und alles war sehr schön. Du bist zwei, drei Sachen, werde ich dich lernen, wenn ich darf. Ich sag, ja, weil ich möchte gern, dass du der erste Teil von meiner Tournee, dass du singst. Möchtest du? Ich sage, Madame Baker, selbstverständlich. Ich hätte beinahe gesagt, auch umsonst. Aber das habe ich nicht gesagt. Ich war so nervös. Ich sage, okay, dann hat sie gesagt, wir werden uns treffen. Ich bin da und dann werde ich erzählen und so weiter. Als sie wegging, habe ich meinen Vater angerufen. Ich sage, Papa, weißt du, wer zu mir gekommen ist in die Garderobe? Ich sage, nein, wer? Josephine Baker. Hallo? Hallo? Papa? Bist du noch da? Ich habe gedacht, er ist unmächtig geworden. Ich sage, wer? Der Josephine Baker war da und sie will mich engagieren. Oh, mein Sohn. Bravo. Ich freue mich, dass du nicht weiter Medizin studiert hast. Bravo. Ich gratuliere, sehr schön. Und ich habe sehr viel kennengelernt. Viel gelernt bei ihr. Gut, viel gelernt. Sie war zufrieden, so wie ich sang, wie ich mich bewegt. Aber sie hat gesagt, du musst als Sieger auf die Bühne kommen. Ist egal, welcher Applaus du kriegst. Der wichtige Applaus, wenn du weggehst, das ist der richtige Applaus. Diese Zugabe, was du erobert, da hast du gewonnen. Immer lachen da. Vom Papa und Sieger sein von Josephine Baker. Diese ja. Zwei Regeln ja. Gelten bis heute. Genau. Roberto Blanco bei SR3. 99,9% der Deutschen kennen ihn.
85 Jahre alt. Ich lese mal vor, was Roberto vor 5 Jahren seinem Hausarzt geschrieben hat. Keine Sekunde fühlt sich mein Körper an, als ob er schon 80 Jahre alt wäre. Mein Geist sowieso nicht. Meine Frau Lusandra, heute dabei, muss mich von der Tanzfläche holen. Können wir das dem Doktor nochmal so schicken, jetzt nach 5 Jahren? Er weiß das schon. Er weiß das schön. Und er hat gesagt, Roberto, er hat damals Spaß gemacht und so. Freut sich, dass ich gesund bin und so. Er hat sich inzwischen zurückgezogen und alles. Und ich freue mich, er hat gesagt, ich freue mich, dass es dir gut geht, mach weiter so. Weil ich muss ehrlich sagen, man muss auf seinen Körper hören. Auf seinen Körper und auf seine Frau, wenn sie immer gut meint. Und ich darf ehrlich sagen, ich habe das Glück. Und ich habe, dass ich meine jetzige Frau kennengelernt. Und das sind Sachen, wo man nie, man kann nur da oben sagen, weil sie ist meine Mutter, mein Vater, meine Familie, die Obwu und ihr und sie für mich da. Alles, alles, alles. Jedes Mal, willst du was, brauchst du was, ist ihr. Wenn ich sage, fühlst du dich wohl, hast du da, ist okay. Und die weiß, sie passt auf, nicht so viel Brot essen, weil, ja. Manchmal, ich fühle mich wie ein Kind. Hm. Da steht jetzt auch noch mal im Arztbericht zum 80. 9 bis 10 Stunden schlafen, ein bisschen im Bett fläzen, kuscheln, frühstücken, spazieren. Genau. Das ist immer noch so. Und Gesang üben. Musik. Das. Musik ist wichtig. Ich habe es auch erlebt. Musik hält jung und fit. Ich vergesse nie James Last mit 86. Ein alter Mann, der offenbar auch ein bisschen Schmerzen hat, kommt auf die Bühne. Nach 3 Stunden ist er runtergetänzelt. Ja. Und nach der letzten Last-Tour, 6 Wochen später, als er nicht mehr auf Tournee konnte, ist er gestorben. Leider. Also Musik, Musik, Musik. Musik, weitermachen. Musik. Guck mal, wer hat 104 Jahre mit Musik? Hand? Hannes Hesters. Hester, ne? Ja. Ich habe ihn kennengelernt auch, schon lang, weil ich habe damals einen Film gemacht, Bühne frei für Marika, wo er auch gespielt hat. Und wir haben uns öfter mal gesehen und so. Und am Schluss sehr oft. Wir haben zusammen gegessen. Und so. Das Musik hat gesagt, wenn ich aufhöre, dann höre ich auf. Andere sind auch schon. John Williams, der große Komponist, ist jetzt 90 Jahre alt geworden. Harry Belafonte ist noch da. Also die Musik ist ganz wichtig. Ja. Dann soll das noch so weitergehen. Harry Belafonte, 95, hat noch Interviews gegeben. Wir treffen uns in 10 Jahren wieder. Wenn du willst und wenn du da bist. Was ich wünsche natürlich, dass du da bist, um Gottes Willen. Selbstverständlich. Weißt du, ich wünsche alle Leute, ich wünsche, und das ist eine Botschaft für alle, bitte passt auf euch auf, gesund leben, hör auf eure Körper und gesund bleibt. Das ist wichtig. Und leben lassen. Und Respekt soll nicht verloren sein. Das ist wichtig im Leben. Schönes Schlusswort. Roberto Blanco, herzlichen Dank für ein unvergessliches Gästebuch. Dankeschön. Muchas gracias. Tschüss.